Ja, mein Name ist Stefan Völker-Jansen. Ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie, Intensivmedizin hier im Helios Klinikum Barmen und arbeite auf der operativen Intensivstation. Ich habe jetzt ungefähr 40 Jahre Krankenpflegeerfahrung, bin seit Anfang der 90er Jahre auf der Intensivstation tätig und beschäftige mich mit dem Post-Intensive Care-Syndrom, das heißt mit den psychischen Folgen nach einem Intensivaufenthalt. Mein Name ist Tilman König, ich bin auch Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin und habe 20 Jahre Berufserfahrung, arbeite in demselben Bereich, operative Intensivstation hier in Helios. Das Intensivcafé soll ein Treffpunkt sein für ehemalige Intensivpatienten und deren Angehörige. Es ist ja so, wir haben früher immer gedacht, dass wenn man die Patienten von der Intensivstation entlässt, alles gut wird und Patienten gesund sind. Dem ist aber nicht so. Auf der Intensivstation kommen ja Erlebnisse, die dem Patienten zeigen, dass die Existenz seines Lebens begrenzt ist und endlich ist. Und diese Situation kann psychische Folgen für den Patienten haben, die nach 2-3 Monaten plötzlich auftreten. Und in einem Intensivcafé können diese Patienten, also nicht alle Patienten, die auf der Intensivstation gelegen haben, die Zeit reflektieren und Sachen, die sie vielleicht nicht verstanden haben, nachfragen. Man kann sich mit anderen Patienten und Angehörigen austauschen, wie in einer Art Selbsthilfegruppe diese Erlebnisse verarbeiten. Was für Themen werden beim Intensivcafé besprochen? Also bei dem Intensivcafé werden vor allen Dingen Themen besprochen wie belastende Situationen, Erlebnisse, Erinnerungslücken werden aufgearbeitet oder auch Erinnerungen, die nicht richtig eingeordnet werden können, weil der Patient in einer Extremsituation sich befindet. Außerdem leidet er gegebenenfalls unter Sinneswahrnehmungsstörungen, weil er Medikamente bekommt, Narkotika bekommt, also Schmerzmittel, Beruhigungsmittel auf Deutsch, und die können das Erlebnis im Nachhinein verzerren, und oft nehmen diese Patienten das eben in ihren Alltag mit, ohne dass es besprochen wurde oder richtig eingeordnet wurde. Wer ist die Zielgruppe und wen sprechen wir an? Es sind alle Patienten, die auf einer Intensivstation gelegen haben und die vielleicht so alle, die länger als 3 Tage auf der Intensivstation gelegen haben. Es können aber auch Patienten kommen, die nur 1 Tag auf der Intensivstation gelegen haben. Jeder Patient kann einen Angehörigen mitbringen. Es können auch alle Patienten, die auf einer Intensivstation gelegen haben, auch Patienten, die nicht bei Helios gelegen haben, können kommen. Alle Patienten, auch Angehörige, die sind ja auch psychisch betroffen, weil ihr Angehöriger auf der Intensivstation ist in einem kritischen Zustand, und das belastet auch viele Angehörige. Und wir sehen es ja, wenn die sich im Wartebereich auf der Intensivstation treffen, die Angehörigen, dass die miteinander reden und sich auch kennenlernen. Das kann man dann auch weiterführen in diesem Intensivcafé. Wer leitet das Gespräch beim Intensivcafé und wer ist alles bei dem Gespräch anwesend? Das ist in erster Linie der Moderator des Intensivcafés, vor allen Dingen prominent dabei Stefan Völker-Jansen, und ansonsten auch Mitglieder des therapeutischen Teams. Das heißt, das können Ärzte sein, Pflegepersonal und auch Co-Therapeuten. Also könnte sein, dass auch ein Physiotherapeut dabei ist, der eine gute Verbindung zu den Patienten aufgebaut hat. Also alle, die irgendwie in der Intensivstation den Patienten auch betreut haben. Und es können auch Mitarbeiter sein oder Gastredner, sage ich mal, die zu dem Thema Intensivstation, Therapieintensivstation oder dieses PICS, also Post-Intensive Care-Syndrom, was dazu beitragen können, was im Grunde dazu hilft, dass der Patient seine Reflexion aufarbeitet.
Gibt es eine Schweigepflicht beim Intensivcafé? Ja, es gibt eine Schweigepflicht. Ich weise jedes Mal beim Beginn der Vorstellung des Intensivcafés darauf hin, dass alles, was gesprochen wird, im Rahmen des Intensivcafés bleibt. Das gilt für das Team des Intensivcafés genauso wie für die Patientin und für die Angehörigen. Es ist wichtig, dass wir in einem sicheren Raum sind. Wo und wann findet das Treffen statt und kann man auch an mehreren Terminen teilnehmen? Das Treffen findet alle 2 Monate ab Januar 2022, alle 2 Monate, jeden zweiten Mittwoch im Bildungszentrum hier im Helios Klinikum Wuppertal statt. Man kann auf jeden Fall an mehreren Terminen teilnehmen. Man muss auch nicht regelmäßig kommen und es ist gerade schön, wenn Patienten und Angehörige über ihre Erfahrungen berichten während des Intensivcafés. Gibt es eine Teilnahmegebühr? Nein, es gibt keine Teilnahmegebühr. Wo kann ich mich anmelden? Man kann sich per E-Mail anmelden bei Frau Halbach, die Sekretärin der Abteilung Intensivmedizin, oder bei meiner E-Mail-Adresse. Oder man könnte das auch telefonisch bei der Sekretärin Frau Halbach anmelden.